Ich höre es auch. Vielen Dank für die freundliche Einführung und ich bin wieder gerne gekommen, eigentlich auch unter diesen Umständen, bei diesen Temperaturen, aber in München kennt man das, das ist immer große Konkurrenz für Universitätsveranstaltungen. Nun, es ist schon einiges gesagt worden in der Einführung, die Berechnung der Welt, das ist ein Titel nicht nur nach dem erwähnten Buch, sondern im Moment bin ich also viel unterwegs mit Vorträgen, Diskussionen und Panel-Diskussionen zu diesem Thema. Und das Interessante ist, wo man eingeladen wird, das sind nicht nur die Universitäten, die großen Wissenschaftsorganisationen, sondern das sind jetzt auch Firmen, also Telekom wäre hier zu nennen, SAP von deutscher Seite, aber auch Microsoft oder aber auch interessanterweise die Gewerkschaften, war jetzt schon mehrfach auf Treffen jetzt mit Gewerkschaftsvertretern, also IG Metall. Das hängt mit der Veränderung eigentlich der Arbeitswelt zusammen, die mit diesem Thema verbunden ist. Und last but not least, kürzlich beim Deutschen Ethikrat in Berlin ging es auch um dieses Thema, gerade mit Blick auch auf Gesundheit und Medizin und heute Abend dann hier bei Ihnen in Bremerhaven. Nun, ich werde so vorgehen, auf dem Hintergrund dieser Arbeit werde ich zunächst über die Frage sprechen, wird uns die Welt einfach zu komplex? Dann Internet der Dinge und Automatisierung als Antwort auf die Komplexitätssteigerung unserer Zivilisation und schließlich, wie meistern wir Big Data? Zunächst also, wird uns die Welt zu komplex? Und da es sich hier ja auch um eine philosophische Veranstaltung handelt, beginne ich mit einer Erinnerung an zwei große Denker schon früh in der Neuzeit, die unser Thema bis heute bestimmt haben. Und da ist zunächst Ende des 17. Jahrhunderts der Philosoph und Mathematiker Leibniz, der nicht alleine eine der ersten mechanischen Handrechenmaschinen baute, der nicht nur das Rechnen mit 0 und 1 erfand, das sind nämlich unsere Bits, sondern der bereits forderte, dass unser Wissen in Zahlencodes dargestellt werden sollte, um dieses Wissen auf der Maschine berechenbar zu machen. Und dann 100 Jahre später schon Laplace, der französische Astronom und Mathematiker, der eine totale Berechenbarkeit der Welt annahm, wenn im Idealfall eines Supercomputers, damals sprach man noch vom Laplace'schen Geist, alle Anfangsbedingungen und Grundgesetze bekannt wären. Und was so vermessen klingt, ist sogar richtig für den Fall eines Zwei-Körper-Problems. Zwei-Körper-Probleme, das bedeutet eben nicht nur, dass zwei Planeten dort aufeinander einwirken, daran dachte wohl Laplace als Astronom, sondern jede Art von Probleme, das könnte auch ein betriebswirtschaftliches Problem sein, wo also ein Element Ursache wird für die Wirkung eines anderen Elements. Und wenn dann Ursache und Wirkung proportional sind, zum Beispiel ein kleiner Stoß an ein Pendel führt zu einer kleinen Auslenkung, ein großer Stoß zu einer großen Auslenkung, dann erhalten wir eine lineare Beziehung, die durch eine lineare Gleichung dargestellt werden kann und die sind in der Regel einfach zu lösen. Wenn aber mehr als zwei Faktoren, Körper, was auch immer, miteinander wechselwirken, dann entstehen solche komplexen kausalen Rückkopplungsschleifen, die zu Instabilität und Chaos führen können, wie knapp 100 Jahre nach Laplace ebenfalls ein großer Franzose, Poincaré, der Mathematiker, Physiker und Philosoph, entdeckte. Und diese komplexen Rückkopplungsschleifen lassen sich nicht mehr durch die eben erwähnten linearen Gleichungen darstellen, sondern nur durch sogenannte nichtlineare Gleichungen. Und wem das zu fremdartig oder abstrakt klingt, dem sei gesagt, das heißt im Kern ganz anschaulich, Ursache und Wirkung sind jetzt nicht mehr proportional. Eine kleine Ursache kann sich aufschaukeln und kann das gesamte System destabilisieren.
kritisieren. Populär wurde das Ganze als der sogenannte Schmetterlingseffekt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal hier in Bremerhaven erwähnt. Das heißt also im Prinzip, der Flügelschlag eines Schmetterlings hier irgendwo draußen auf der Wiese könnte sich aufschaukeln und das gesamte System destabilisieren. Und das ist auch der Grund, warum in diesen Fällen nur beschränkte Voraussagen möglich sind. Das kennen wir ja von der Wettervorhersage, insbesondere weil nämlich diese Voraussagen abhängen von der Steigerung, exponentiellen Steigerung der vorausgesetzten Rechenkapazität. Das heißt also, Voraussagen werden abhängig von der Berechnungskapazität. Das komplexeste System, das wir auf dieser Erde eigentlich kennen, ist das Erdsystem selber. Und das sehen Sie hier dargestellt in einer Zeit, als der Mensch noch keine Rolle spielte auf diesem Planeten, war dieses System nur von ökologischen Faktoren abhängig, Klima, Meere. Aber was wir jetzt erleben, ist die Abhängigkeit dieses Systems und seiner Zukunft von allen möglichen Faktoren der menschlichen Zivilisation, dem Bevölkerungswachstum, dem Wachstum der Industrie, aber auch unseren Konflikten, unseren Krisen. Also wie Sie hier sehen, auch durch diese Pfeile ein hoch rückgekoppeltes System, das, und das haben wir eben bei Poincaré gehört, empfindlich abhängig ist von kleinen Störungen und Veränderungen. Und wie sich eine solche lokale Störung aufschaukeln kann und das gesamte System destabilisiert, sehen Sie hier in diesem Bild, und diese Ursachen können sehr unterschiedlicher Natur sein. Also die Ursache könnte etwa natürlicher Art sein. Man denke an ein lokales Seebeben, das sich aufschaukelt und zu einem Tsunami und ganze Kontinente bedroht. Die Ursache könnte aber auch technischer Art sein. Denken Sie an Fukushima, diesen Unfall mit dem Kernreaktor, der zunächst Japan bedrohte, dann aber interessanterweise tausende Kilometer entfernt bei uns hier in Deutschland eine mentale Wirkung auslöste, nämlich die bekannte Energiewende. Die Ursache kann aber auch politischer Art sein. Man denke an New York damals, der Terrorangriff, ein lokales Ereignis, das noch ein Jahr später in der Weltwirtschaft nachbebte und ganze Kriege nach sich zog, deren Auswirkungen wir heute noch zu spüren bekommen. Und schließlich könnte die Ursache auch, die lokale Ursache, die zu dieser globalen Stabilisierung führt, könnte diese Ursache auch wirtschaftlicher Art sein. Man erinnere sich an die Weltwirtschaftskrise 2008. Auch da war es ein lokales Ereignis, nämlich der Immobiliencrash in der Nähe von Boston, der sich aufschaukelte, zunächst zu einer Finanzkrise und dann eine globale Weltwirtschaftskrise auslöste. Und so könnte ich fortfahren mit Beispielen, die eigentlich alle hinführen auf die schon eben angeklungene Frage, wird uns diese Zivilisation allmählich zu komplex? Und das ist nochmal hier schlaglichtartig dargestellt mit diesen Bildern hier. Erstes Beispiel nochmal die Logistik, die weltweite Logistik, die Versorgungssysteme oder die Verkehrssysteme. Hier sieht man also Peking am Rande des Kollaps, des Verkehrssystems, oder aber auch hier in den hochentwickelten Ländern wie auch Deutschland das komplexe Gesundheitssystem, das kaum noch zu finanzieren ist, und schließlich die schon angeklungenen Finanz- und Wirtschaftsmärkte. Und bei dieser Komplexitätssteigerung und den Schwierigkeiten, die wir damit haben, da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das überhaupt meistern? Brauchen wir dazu nicht letztendlich die Tools, die IT-Tools, Computer und so weiter? Also nächster Abschnitt, Internet, Dinge und Automatisierung. Was wir zunächst hatten, als ich noch 2008 das erste Mal bei Ihnen war, da war das noch die Zeit des klassischen Internets. Das klassische Internet, ich rede schon in der Vergangenheit, war ein Internet der Personen. Das heißt, über ein weltweites Computernetz
kommunizierten Menschen miteinander, tauschten etwa E-Mails aus, aber das Ganze war isoliert, separiert von der physischen Welt. Quasi in einer virtuellen Welt fand diese Kommunikation statt. Und jetzt, das Plus soll das andeuten, kommt etwas Entscheidendes hinzu, nämlich durch neue Technologie, die Sensortechnologie, RFID-Chips und so weiter, werden die Dinge miteinander befähigt zu kommunizieren. Man redet mittlerweile vom Internet der Dinge. Das klingt ja geradezu philosophisch, trifft aber die Sache technisch im Kern. Das heißt, die Gegenstände sind nun mit den schon angesprochenen Sensoren und RFID-Chips etwa ausgestattet, senden Signale untereinander aus. Ein riesiger Markt entsteht. Mittlerweile sagt man, etwa 14 Milliarden Geräte sind bereits vernetzt, ein Drittel übrigens davon in den USA. Eine Zahl, die sich 2020 bereits verdoppelt haben wird. Also ein gewaltiger Markt. Und was sind das für Dinge, die hier vernetzt sind? Das sind die sogenannten Wearables, die Dinge, die wir zum Teil schon an uns tragen, die Smartphones beispielsweise, aber auch etwa einige schon in den Kleidungsstücken mit den entsprechenden Sensoren ausgestattet, beispielsweise beim Verkauf in den Kaufhäusern oder aber die Fitnessbänder, die einige schon tragen morgens beim Jogging und smarte Uhren, die untereinander kommunizieren und schließlich die hier in den Bildern angedeuteten Beispiele durch die Elektronik in den modernen Automobilen, die Automobile, die miteinander kommunizieren oder mit ihrer Umwelt, humanoide Roboter, autonome Funktionen in den Flugzeugen bis hin zu den vollständig autonomen Fluggeräten oder schließlich Smart Houses, wie man sagt, also Häuser, die ihren eigenen Haushalt quasi selbstständig regulieren. Und immer dann, wenn diese IT-Welt zusammenwächst mit der physischen Infrastruktur, hier dieses Plus, mit der physischen Infrastruktur über diese Sensortechnologie, dann sprechen wir von soziotechnischen Systemen oder in der Sprache der Informatiker natürlich dann Englisch Cyber-Physical Systems. Und dazu will ich im Folgenden einige Beispiele etwas näher erläutern. Hier in diesem Bild ist angedeutet, wie diese Entwicklung, dieser Trend zu diesen Systemen hin völlig unmerklich angefangen hat. Die meisten von Ihnen werden das mitbekommen haben, aber nicht mit dieser spektakulären Perspektive, mit der ich das hier versehe. Das ging los mit den Airbags. Die Airbags waren das erste Beispiel von autonomen, mit Sensoren ausgestatteten Systemen, eingebettet in den Automobilen. Warum? Weil sie selbstständig mit den Sensoren reagieren, etwa bei einer Gefahrensituation. Dann die automatisierten Straßenkreuzungen bis hin zu den Smart Cities. Und dann der deutschen, ja, wie man sagt, liebstes Kind, das Automobil. Das Auto, was gelegentlich wird gesagt, das Auto ist heute bereits ein Computer auf vier Rädern. Und das ist keine Metapher. Das trifft die Sache tatsächlich im Kern. Denn man erinnere sich, was ist denn eigentlich der Computer? Wie ist der Computer aufgebaut? Ganz einfach. Wir haben, Sie sehen es ja hier oder auch in den kleineren Geräten, in den Tablets, Sie haben also hier eine Bedieneroberfläche, die ist nutzerfreundlich, die muss für den Nutzer verständlich sein, mit Funktionen und da drin steckt eine nutzernahe Computersprache und diese Information wird dann übersetzt in verschiedenen Stufen, Compiler und Interpreter Programme, sagen die Informatiker, wird in verschiedenen Stufen runter übersetzt, bis auf die Ebene der Maschinensprache. Da ist das Rechnen mit 0 und 1, Leibniz lässt grüßen, da sind die Bits. Nichts als Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Eins steht letztendlich für alternative technische, physikalische Zustände. Und so kommt die ganze Maschine, die physikalische Maschine, Computer zum Laufen. Und dasselbe trifft zu heute bei einem modernen Automobil. Auch da haben Sie die Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche mit den Fahrfunktionen, die natürlich verständlich sein muss für jedermann. Und darunter aber
aber die Schicht, die nur noch vom Informatiker zu sehen ist, das ist die logische, das ist das, was Sie hier sehen. Da oben ist also die Benutzeroberfläche mit den Bedienungsfunktionen fürs Automobil dargestellt. Dann darunter die logische Architektur der Funktionen. Das sieht nur noch, wie gesagt, der Informatiker, dargestellt durch abstrakte Algorithmen, Zustandsmaschinen, was auch immer. Und darunter dann die Ebene der Softwaremodule. Das heißt, die Module, die Software, die diese Funktionen, die Sie also oben bedienen im Automobil, realisieren. Und diese Software ist schließlich verbunden mit der technischen Hardware, mit der Lenkung, mit dem Blinker, mit der Bremse, was auch immer. Und so kommt dann die ganze Maschine Automobil zum Laufen. Und warum habe ich das jetzt so ausführlich dargestellt? Weil dieselbe Architektur jetzt übertragen wird auf Infrastrukturen. Infrastruktur wie hier beispielsweise ein Flughafen. Dann haben Sie es nämlich nicht mehr nur mit einer technischen Domäne zu tun, wie eben das Automobil. Hier wären das dann die Flugzeuge, sondern Sie haben es zu tun mit ganz anderen Domänen. Zum Beispiel die Domäne der Passagiere. Die Menschen müssen da versorgt werden, organisiert werden in so einer Infrastruktur Flughafen. Sie haben es zu tun mit dem Gepäck, der Logistik, eine dritte Domäne. Das heißt, die große Herausforderung, die Komplexität der Herausforderung, die Herausforderung besteht jetzt darin, diese verschiedenen Serviceeinrichtungen, Dienstleistungen zu integrieren in einer gemeinsamen Software. Domänen mit unterschiedlichen Semantiken, sagt man. Das heißt, mit unterschiedlichen Bedeutungen, eigenen Sprachen. Wenn Sie Menschen beschreiben, geht das mit einem anderen Vokabular, als wenn Sie die Technik eines Flugzeugs beschreiben oder der Logistik. Das heißt also, diese Komplexität ist die Herausforderung. Deshalb sagt man mittlerweile auch, das Software Engineering ist auf dem Wege hin zu einem Systems Engineering, also Systemingenieur. Wissenschaft. Sie haben es mit den Infrastrukturen zu tun oder im Klartext, der junge Ingenieur, die Informatikerin der Zukunft wird es weniger mit einzelnen technischen Geräten zu tun haben wie in der Vergangenheit, sondern mit solchen Infrastrukturen. Infrastrukturen, in denen also Menschen eingebettet sind. Und ein weiteres Beispiel sind diese sogenannten Smart Cities, die man nicht nur in Asien heute antrifft, sondern hier im Bild auch erläutert in europäischen Großstädten, beispielsweise hier Amsterdam. Das heißt, es geht wieder um dieselbe Aufgabe. Sie haben in einer Großstadt unterschiedliche Serviceeinrichtungen, die jetzt, also unterschiedliche Domänen, würde man wieder sagen, die jetzt in einer gemeinsamen Software integriert werden müssen. Und dann natürlich das große Thema bei uns hier in Deutschland, was eben schon anklang, das Energiesystem. Im alten, im klassischen Internet konnten wir uns ja bereits informieren, wann und wo wir die stromfressenden Geräte zu welchen Tarifen einschalten sollten. Aber viele konnten es nicht, viele wollten es nicht, waren vielleicht auch zu bequem, viel zu aufwendig. Das heißt, in Zukunft wird so etwas von einer solchen intelligenten Software, wie ich sie eben beschrieben habe, übernommen werden. Das nennt man dann Smart Grid. Und noch etwas wird von der Technik hier nahegelegt. Und das ist, denke ich, ein ganz zentraler Trend, nämlich die Dezentralisierung der Netze. Im Prinzip können nämlich die einzelnen Einheiten dieses Energienetzes könnten sich selber versorgen. Die Technologie ist da. Technologie wie beispielsweise Photovoltaik, Biogas oder Zellen, Brennstoffzellen. Ich erinnere daran, dass das neue Gebäude, sehr sehenswert, des Bundesforschungsministeriums in Berlin komplett auf Brennstoffzellen gesetzt hat. Das heißt, die Energie, die in diesen, oder ein Bauernhof beispielsweise mit Biogas, wäre ebenso denkbar, eine Firma.
Das heißt, die Energie, die diese lokalen Einheiten nicht verbrauchen, würde dann in einem solchen dezentralen Netz an das Gesamtnetz zurückgegeben und dort eventuell in Daten repräsentiert in einer Cloud, würde dort dann also verwaltet sozusagen, um die Stromsenken und Stromspitzen ausgleichen zu können. Und dass dieser Trend auch von den großen Stromkonzernen allmählich verstanden wird, können Sie beobachten bei E.ON. E.ON, klassischer Frontalanbieter von Energie, Großkonzern, wirklich, wenn man so will, zunächst ein Dinosaurier aus der Vergangenheit, der jetzt allmählich aber umstrukturiert hin zu einem Consulting-Unternehmen im Grunde, der eine Plattform bereitstellt mit verschiedenen Tools, um nämlich individualisiert auf die lokalen Kundenwünsche zuzugehen, um entsprechend diesem Dezentralisierungstrend also reagieren zu können. Und dann das Thema, das ich, da bestehe ich sicher nicht alleine da, für das zentrale Schlüsselthema für die Zukunft dieses Landes halte. Und dieses Land meine ich Deutschland. Warum? Das industrielle Internet. Warum ist das das Schlüsselthema? Das ist das Schlüsselthema deshalb, weil Deutschland ein klassisches Industrieland ist. Mit über 22% hängt dieses Land ab mit der Industrie in der gesamten Wirtschaft. Und das ist unterschiedlich zu allen anderen europäischen Ländern. Insbesondere ist es unterschiedlich zum Mutterland der Industrialisierung, das ist bekanntlich Großbritannien. Es ist auch im Unterschied zu USA. Und der Standortvorteil ist also hier auch in der Welt, auf den Märkten, eine hoch angesehene Industrie. Allerdings jetzt die große Herausforderung, sie mit den IT-Tools zu verbinden. Und diese Herausforderung läuft in Deutschland unter dem Stichwort Industrie 4.0. Dieser Titel hat den Vorteil, dass er anspielt auf die Stufen, nochmal historisch auch, der Industrialisierung. Das sehen Sie hier also in diesem Diagramm illustriert. Da war die erste Stufe, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, das war das Zeitalter der Dampfmaschine, der automatisierten Webstühle. Industrie 2.0, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist die Zeit von Henry Ford, das war die Massenfabrikation und die getaktete Arbeit, zeitlich getaktete Arbeit, die Fließbandarbeit. Hier übrigens mal nicht mit der Automobilindustrie dargestellt, sondern mit einem Beispiel der Ernährungsindustrie, nämlich mit einem Schlachthof. Und hier drittens dann, Ende des 20. Jahrhunderts, also 3.0, das war die Unterstützung der Fließbandarbeit durch stationäre Industrieroboter. Stationäre Industrieroboter, man denke so an diese schwingenden Roboterarme, die jeder von Ihnen mal vielleicht in irgendwelchen Aufnahmen gesehen hat, an den Bändern der Automobilindustrie. Und Industrie 4.0, das ist die Anwendung des eben erläuterten Internets der Dinge auf die Industrie. Und Sie erinnern sich, was war Internet der Dinge? Das bedeutete, dass die Dinge miteinander vernetzt werden und kommunizieren, nicht mehr alleine die Menschen. Und das heißt in der Industrie, dass jetzt das Werkstück mit der Werkbank kommuniziert, etwa über einen RFID-Chip. Das Werkstück gibt den eigenen Bearbeitungszustand an. Daraufhin wird automatisch ein Roboterfahrzeug heranbeordert, um dann das Werkstück entsprechend weiter zu transportieren für die Weiterverarbeitung. Und diese Art von Logistik, die Sie hier sehen, können Sie beispielsweise schon besichtigen, ohne Produktion, aber jetzt alleine als Logistik, im Containerhafen in Hamburg. Sie haben auch einen Containerhafen hier in Bremerhaven. Da habe ich noch nicht nachgucken können, wie weit das hier ist. Aber dort in Hamburg kann man das jetzt schon seit einiger Zeit sehen. Was aber jetzt entscheidend in der Industrie 4.0 hinzukommt, das ist die Automatisierung auch des Vertriebs. Das heißt, online können Kunden ihre Wünsche eingeben, lösen damit im Gesamtunternehmen parallel laufende unterschiedliche Produktionsprozesse aus.
Und das nennt man dann gelegentlich auch On-Demand-Produktion oder mit einem noch anschaulicheren englischen Begriff Tailored Production. Tailored heißt im Englischen maßgeschneidert. Das finde ich eine ganz suggestive Metapher. Der Maßanzug wird jetzt eigentlich zum Standard, nicht mehr das Massenfabrikat für die Lagerhalle. Und hier sieht man die Kehrseite der Medaille. Die Kehrseite der Medaille ist die Veränderung der Arbeitswelt. Die Veränderung der Arbeitswelt, die hier zunächst in diesem Szenario illustriert wird, am Beispiel der Flexibilisierung der Arbeitszeit, die also mit dieser Automatisierung möglich wird. Also hier in diesem Bild ist gezeigt, wie einer der menschlichen Mitarbeiter jetzt in dieser Industrie 4.0 Welt ausfällt, vielleicht wegen der Krankheit eines Kindes, und wie dann die Teilnehmer dieses Produktionsprozesses untereinander dann einen neuen zeitlichen Ablauf für den Arbeitsprozess absprechen. Sei es durch, das ist hier durch die unterschiedlichen Farben der Sprechblasen ausgedrückt, sei es durch Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, Mensch-Maschine-Kommunikation oder direkt auch schon Maschine-Maschine-Kommunikation. Aber das Zentrale jetzt hier natürlich auch bei den Veränderungen der Arbeitswelt ist, dass Jobs verloren gehen und andere neu entstehen. Das ist zunächst einmal nicht neu. Das beobachten wir seit dem Industrialisierungsprozess im 19. Jahrhundert. Interessant ist, welche Jobs verloren gehen und welche neu entstehen. Jobs, die verloren gehen, sind stark zeitlich getaktete, routinierte Arbeitsvorgänge. Nicht übrigens nur die manuellen, sondern auch die geistigen, getakteten Arbeiten, sagen wir mal alles, was so Buchhalter daherkommt. Jobs, die neu entstehen, und ich hatte also auch Gelegenheit, in verschiedenen der eben genannten Firmen auch das zu beobachten. Jobs, die neu entstehen, sind vor allen Dingen im Bereich des Kundenservice. Woran liegt das? Wir müssen ja Geschäftsmodelle haben, um diese Organisations-, Produktionsprozesse, diese Produkte buchstäblich auch an den Mann und an die Frau zu bekommen. Das heißt, sie müssen sich auf dem Markt bewähren. Und dazu bedarf es des Umgangs mit dem Menschen. Und das ist ein Feld, das auf lange Sicht hinaus noch immer die Domäne von uns Menschen sein wird. Das heißt, Menschen mit dieser Kompetenz werden also zunehmend gefragt. Und was im Bereich der Technik entsteht an neuen Berufen, das sind vor allen Dingen Berufe im Bereich der Mechatronik beziehungsweise auch der Robotik, ganz klar. Aber ich meine damit keineswegs Berufe, sagen wir mal, auf dem hohen Level der Hochschulen, der Universitäten. Früher waren das die Diplom-Ingenieure eben und die Informatiker und was auch immer, sondern auf allen Levels, die wir auch heute kennen, des Berufsmarktes. Also nehmen Sie so klassische Berufe aus der metallverarbeitenden Industrie wie der Dreher und der Schlosser. Einige kennen vielleicht unter Ihnen auch schon so Begriffe wie CNC-Dreher. Das war also der Dreher, der also an seiner Drehbank stand, aber dort selber nicht mehr nach Plänen das Metallstück eingespannt hat und dann abgearbeitet hat nach Vorlage, sondern in diesen Systemen wird also automatisch durch eine technische Zeichnung, eventuell 3D auch schon, also dreidimensional dargestellt, wird automatisch eingelesen und dann der Produktionsprozess ausgelöst. Nur auf all diesen Levels für diese Maschinen, die jetzt im industriellen Internet miteinander verbunden werden, brauchen wir natürlich solche Fachleute, die dann vor Ort gerade diese Maschine auch verstehen. Und da bin ich bei einem sehr wichtigen Punkt. Was wir erleben in dieser Industriewelt, ist eine Beschleunigung, eine erhebliche Beschleunigung der Innovationszyklen. Und das bedeutet, dass auf all diesen Ausbildungsniveaus die Menschen vorbereitet werden müssen auf diese jeweiligen neuen Innovationsschübe. Das haben mittlerweile auch unsere Gewerkschaften sehr genau verstanden. Das würde nämlich in der Konsequenz bedeuten,
bedeuten, dass es in der Zukunft völlig normal ist, dass große Teile der Arbeitnehmerschaft herausgezogen werden aus dem unmittelbaren Produktionsprozess, um vorbereitet zu werden auf diese neuen Innovationsschübe. Und noch etwas ist interessant. Warum ist diese Effizienzsteigerung durch Automatisierung so wichtig, gerade für dieses Land? Weil wir hier auch gut ausgebildetes Personal haben. Das ist gerade, was das deutsche Schul- und Ausbildungssystem, und damit meine ich nicht die Universitäten, die sind nur international, unsere Universitäten und Hochschulen sind international nur im gehobenen Mittelfeld. Da ist also USA weit weg. Aber wo dieses Land absolut spitze ist, ganz vorne, ist in der dualen Berufsausbildung. Das heißt also, das ist ein Standortvorteil, der da ist, und der muss jetzt eingebracht werden, auf diese neuen Herausforderungen dann jeweils vorbereitet werden. Denn dann besteht auch eine Chance, Arbeitsplätze wieder zurückzuholen, die jetzt also an die Billiglohnländer gegangen ist, weil man zum Teil auch in der Autoindustrie, also in Ländern wie China oder sonst wo, lieber produzieren lässt, aus Lohnkosten. Aber die Lohnkosten sind zwar dann hier höher, aber wir brauchen in dieser effizienten Industrie 4.0 Welt, brauchen wir natürlich hochqualifiziertes Personal. Hier kommen jetzt noch so einige Bilder, die wir in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften auch erarbeitet haben, die noch einmal diese soziotechnischen Systeme, diese Infrastrukturen, wie ich sie jetzt mehrfach geschildert habe, noch mal erläutert. Hier am Beispiel des Mobilitätssystems einer Großstadt, da sind ja auch unterschiedliche Domänen, etwa hier in der Nähe einer Event-Arena mit ganz anderem Verkehrsaufkommen als beispielsweise in einem Geschäftszentrum oder auf den Ringen der Großstädte. Aber auch die großen Zentren der medizinischen Versorgung, die wir in den Großstädten jetzt schon haben, das sind im Grunde bereits Smart Cities der Medizin. Das heißt, auch da unterschiedliche Domänen, die integriert werden müssen. Die Domäne der Patientenschaft, der Ärzteschaft, der technischen Geräte in einer gemeinsamen Software. Und damit werden natürlich auch erste ethisch-rechtliche Fragen aufgeworfen, denn es ist ganz klar, können wir im Sinne von dürfen wir überhaupt die Daten, die in diesen verschiedenen Domänen entstehen, so ohne weiteres miteinander verbinden, so wie das hier illustriert ist. Also Daten aus dem Verkehrssystem mit Daten aus dem Gesundheitssystem und dann mal schnell mit Daten, vielleicht hier Polizeidaten, die wir von politischen Demonstrationen haben. Hier in diesem Bild sehen Sie noch einmal die technische Herausforderung der soziotechnischen Systeme dargestellt. Das Grundlegende ist ja die Integration der unterschiedlichen Domänen, habe ich gesagt. Hier nochmal Smart City, da oben die Bedienungsoberfläche. Das ist das, was man auch gerne die Middleware nennt. Das ist also die Technik, die diese Bedienungsfunktionen runter übersetzt in die einzelnen Domänen hinein, also etwa Smart City, die unterschiedlichen Serviceeinrichtungen im Gesundheitssystem, Mobilitätssystem, Verwaltungssysteme und so weiter. Und zum Abschluss dieses zweiten Teils nun, in dem ich also diese soziotechnischen Infrastrukturen, intelligenten Infrastrukturen, soziotechnischen Systeme, wie man sie auch nennen mag, erläutert habe, nochmal herausgehoben das Thema der Bildung und der Ausbildung, was sich für entscheidend und zentral halte. Es wird in Zukunft mit Blick, wir sind ja hier in einer Hochschule, es wird in Zukunft nicht ausreichen, den hochspezialisierten Ingenieur, die hochspezialisierte Informatikerin auszubilden, sondern sie müssen gleichzeitig human-sozialwissenschaftliche Kenntnisse mitbringen. Warum? Weil die soziotechnischen Systeme ja nicht nur mit Technik zu tun haben, sondern Menschen, die da integriert und versorgt werden müssen, um nämlich eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle zu erzeugen für das Anforderungs- und Domänen-Engineering, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft, die Energiesysteme, Gesundheit, Mobilität, Logistik, Produktion und so weiter in den Griff zu bekommen. Und in meinem letzten Teil
gehe ich ein auf die Kehrseite dieser Gesamtmedaille der intelligenten Infrastrukturen. Und das ist, Sie können sich's denken, damit das Ganze läuft, bedarf es einer unglaublichen Masse von Daten, um solche Steuerungsprozesse überhaupt zu realisieren. Und das läuft heute unter dem Stichwort Big Data. Zunächst einmal möchte ich mit diesem Bild deutlich machen, diese Datenflut ist nicht etwas, was jetzt plötzlich über uns hereinschwappt. Das ist auch nicht ein Hype, der jetzt uns vielleicht von jenseits des Atlantiks aufgeschwätzt wird, sondern diese Datenmasse, das ist etwas, was sich langfristig historisch eigentlich angelassen hat. Die Evolution, die biologische Evolution, lässt sich im Prinzip als eine Evolution schon von Information verstehen. Und das ist hier dargestellt. Sie sehen hier in dieser Koordinate dargestellt die Informationskapazität, die Speicherkapazität in Bits. Hier unten sind die Jahreszahlen. Und das, was in der Evolution zuerst auftauchte, war genetische Information. Damit ist gemeint die Information, die in einem genetischen Programm eines Organismus kodiert ist. Und das ist hier in der ersten Kurve dargestellt, die Speicherkapazität und welche Entwicklungen, welcher Organismen dort möglich waren. Nur diese genetische Information hat den gewaltigen Nachteil, dass man dann buchstäblich mit seinem Programm fest verdrahtet ist. Ja, man hat keine Möglichkeit, sich zu verändern. Und wenn man Glück hat als Organismus, dann war man den Umweltbedingungen angepasst. Und wenn man Pech hat, dann eben nicht und dann ging man unter. So einfach war das. Und deshalb der ungeheure Selektionsvorteil, als sich einige Zellen auf die Informationsverarbeitung spezialisiert hatten. So ganz allmählich geschah das in der Evolution. Das waren die Nervenzellen. Das wurden die Spezialisten für Informationsverarbeitung. Dann entstanden die Nervensysteme, die Gehirne. Schließlich, das ist die zweite Kurve. Und Sie sehen die Informationskapazität erheblich höher. Und das Dritte, was dann vor allen Dingen in unserer kulturellen technischen Entwicklung der Menschheit eine Rolle spielte, ist die sogenannte extrasomatische Information. Vorher mit den Gehirnen, das war die neuronale Information, die extrasomatische Information. Was heißt das? Extrasoma außerhalb des Körpers. Die Speicherung der Information außerhalb des Körpers. Und da denkt man zunächst an die Höhlenmalereien, dann an die Papyri, die Bücher, die Gutenberg-Galaxis, dann kam der Computer, die Datenbanken und schließlich das Internet. Und diese Entwicklung, um das in die jetzigen Generationen reinzutragen, wir sind ja alle, wenn ich so sagen darf, wie ich in der Runde schaue, die Mehrzahl schon älterer Semester, Sie oder ich haben das erlebt eigentlich in einem Betrieb in der Art und Weise, so wie das hier in der Entwicklung angedeutet ist. Da war zunächst der innerbetriebliche Datenverkehr, der auf Software gebracht wurde. Also beispielsweise das Ressourcenmanagement. Dann in der nächsten Stufe kam der außerbetriebliche Datenverkehr außerhalb des Betriebes, also Kundenmanagement. Dann in der dritten Stufe kam das Internet. Das Internet mit den Weblogs, den Angeboten, die man dann dort einsehen konnte. Und das, was wir derzeit erleben, die Welt, in der wir jetzt schon mittendrin stecken, das ist das Internet der Dinge. Das heißt also, mit all den Signalen, die ich eben beschrieben habe, nicht nur diese digitalisierten Dokumente und Anzeigen, sondern eben auch die Signale, die das Internet der Dinge, das industrielle Internet beispielsweise, GPS-Daten, was weiß ich, erzeugen. Und diese Big Data Welt
wird angetrieben durch wenigstens drei exponentielle Wachstumsfaktoren. Das stellt man mit dem englischen Alphabet gerne durch die drei Vs dar, drei Vs dann im Englischen, wie man sagt. Das erste V ist Velocity, im Englischen Geschwindigkeit, das ist die Rechenkapazität. Die Rechenkapazität, die angetrieben wird durch das sogenannte Moore'sche Gesetz. Moore, das war einer der Mitbegründer, einer der ersten Internetfirmen, Intel, so Ende der 60er Jahre. Und der Mann hat damals, er lebt ja noch, er hat damals sehr klug vorausgesagt, dass sich die Rechenkapazität alle 18 Monate verdoppeln wird bei gleichzeitiger Verkleinerung und Verbilligung der Geräte. Und das ist jetzt wichtig. Und genau das ist mehr oder weniger bis heute eingetreten. Das heißt, wir sind heute mit unseren Superrechnern bei einer Rechenleistung hier in Mitteleuropa angekommen. Vorgestern war es so, zufälligerweise, dass bei uns in München die neue Stufe unseres Superrechners eingeweiht wurde, der sogenannte SuperMUG. Bisher hatte er 3 Petaflop, jetzt sind so um die 6 Petaflop. Peta ist 10 hoch 15, Flop ist die Abkürzung von Floating Point, also Rechenschritte pro Sekunde. Das ist eine gewaltige Zahl. Übrigens, die schnellsten sind keineswegs hier in Europa, auch nicht mehr in USA. Der schnellste Rechner dieser Welt ist mittlerweile in China. Und mit einer zigfachen Rechenleistung von dem, was wir jetzt in München haben. Jedenfalls bleiben wir mal dort bei diesem Superrechner, da kenne ich die Zahlen auch wenigstens in München. Und das ist eine Rechenleistung, die wird nach dem Moore'schen Gesetz, Sie erinnern sich, immer kleiner, immer billiger, die wird dann schon Ende der 20er Jahre durch ein kleines Rechengerät realisierbar sein, wie zum Beispiel hier ein solcher Laptop. So wie ein solcher Laptop heute eine Rechenkapazität hat, die Rechenkapazität einer Großrechenanlage einer Universität, wie zu meiner Zeit, weit übertrifft. Das zweite V hier oben ist Volume. Das ist die Datenmasse, die exponentiell wächst. Man sagt, dass Google pro Tag 24 Petabyte umsetzt. Peta ist 10 hoch 15, Byte 8 Bit. Eine gewaltige Zahl mit vielen, vielen Nullen, kann sich keiner anschaulich vorstellen. Auch kein Mathematiker und kein Informatiker. Aber anschaulich entspricht das in etwa 6000 Mal dem Dateninhalt der US Library of Congress. Das heißt, wenn man so will, dem Gedächtnis der USA. Und zwar 6000 Mal nur diese eine Firma an einem Tag. Oder eine andere Zahl aus einem ganz anderen Bereich, nämlich der Medizin. Die durchschnittliche Patientenakte 2015 umfasst bereits 20 Terabyte. Tera ist nur 10 hoch 12. Das dritte V ist vielleicht das interessanteste. Variety. Variety heißt Vielfalt. Das, was im Unterschied ist zum klassischen Internet, ist die Vielfalt der Daten. Nicht mehr nur die strukturierten Daten, wie die digitalisierten Dokumente oder die E-Mails, sondern jetzt auch die unstrukturierten Signale. Die Signale, die die Maschinen, die Automobile, die GPS-Daten, die Clickstreams, was auch immer, aussenden. All das ergibt heute dann eine gewaltige amorphe Datenmasse, die durch die herkömmlichen Datenbanken und die durch die herkömmlichen Algorithmen nicht mehr gehandelt werden kann. Und wenigstens bei den Datenbanken ist Deutschland im IT-Bereich auch vorne mit dabei. Da ist also SAP zu nennen. Das ist ja die einzige große Softwarekonzern, den wir hier in Deutschland anzubieten haben, gegen all dem, was Südkorea insbesondere die USA jetzt auffahren können. Aber SAP in den Datenbanken, SAP HANA, das ist die sogenannte In-Memory Technology. Und das ist ganz interessant. Anschaulich bedeutet das, eine Datenbank mit einem
ja, wie soll ich sagen, mit einem gewaltigen Kurzzeitgedächtnis, um das mal mit dem menschlichen Gedächtnis zu vergleichen. Sie wissen, der Vorteil des Kurzzeitgedächtnisses ist es, dass wir da sehr schnell auf Daten zurückgreifen können. Wir erinnern uns sofort, was jetzt also in der Vergangenheit war. Der Nachteil beim Kurzzeitgedächtnis, wie der Name schon sagt, ist, dass nur geringe Daten dort aufgenommen werden können. Und diese In-Memory-Technology ist sozusagen der Vorteil des Kurzzeitgedächtnisses, jetzt allerdings mit einer gewaltigen großen Datenbank versehen. Und dann zweitens natürlich Algorithmen. Und einen Big Data Algorithmus kennen Sie alle. Mit dem arbeiten Sie vermutlich alle täglich. Das ist der Google Suchalgorithmus. Und dieser Google Suchalgorithmus ist nach dem Urbild dieser Art von Algorithmen gebaut. Dieses Urbild des Algorithmus, der Ahnherr sozusagen, Vater, Vorfahr all dieser Algorithmen, der heißt MapReduce. MapReduce spielt auf zwei Funktionen an aus dem funktionalen Programmieren. Diese Funktion Map bedeutet, dass jetzt die eben erwähnte amorphe Datenmasse zerlegt wird in einzelne kleine Teilpakete. Und dann wird parallel in diesen Teilpaketen durchsucht nach Datenkorrelationen und nach Datenmuster. Und dann kommt diese zweite Funktion Reduce, die diese Ergebnisse zusammenfasst. Und aus diesen Zusammenfassungen, aus diesen Resultaten werden dann Trends herausgelesen, beziehungsweise Profile für zukünftige Produkte beispielsweise in der Wirtschaft oder auch Produkte von zukünftigen Kunden. Und dieser Trend immer kleiner, immer billiger ist hier in diesem Diagramm dargestellt in dieser senkrechten Koordinate. Das sind die More-Moore-Technologies. More-Moore heißt einfach immer kleiner, immer schneller nach dem Moore'schen Gesetz. Und Sie sehen, bei dieser Verkleinerung sind wir mittlerweile im Nanobereich angekommen. Also Nano, anschaulich gesagt, ist es die Größenordnung bei der Chips von Biomolekülen. Biomoleküle, also Großmoleküle. Wenn dieser Trend so weitergeht, und er wird natürlich weitergehen nach diesem Moore'schen Gesetz, bisher ist er weitergegangen, also wird er in Zukunft weitergehen, dann wird die Verkleinerung so weit, müsste dann so weit gehen, dass letztendlich nicht da nur Moleküle, sondern einzelne Atome, Elementarteilchen zu Informationsträgern würden. Nur dann kommen wir in eine neue Welt, in der eine neue Physik gilt. Dann kommen wir in den Bereich der Quantenphysik. Und wie ein Quantencomputer technisch zu bauen sei, das weiß im Grunde ehrlicherweise heute kein Mensch. Einzelne Ideen gibt es, einzelne Ansätze gibt es. Es gibt ein mathematisches, theoretisches Modell. Es gibt ausgearbeitete Algorithmen. Aber wie das technisch aussehen wird, weiß im Grunde keiner. Und das bedeutet für die Praxis, für die Firmen, im Rest dieses Jahrzehnts und im kommenden Jahrzehnts werden sich die Firmen darauf konzentrieren, die Rechenkapazität vor der Grenze, der Quantengrenze auszunutzen. Und zwar dadurch, dass man die Grundlage für das Moore'sche Gesetz ist ja die Halbleitertechnologie auf Siliziumgrundlage, dass man nach alternativen Stoffen sucht. Alternative Stoffe zu Silizium wären organische Stoffe, Kohlenstoff beispielsweise, Nanoelektronik. Bei uns da an der TU ist das ein ganz großes Thema derzeit. Und dass man erweitert durch Integration anderer Technologien. Und das drückt diese zweite Koordinate hier aus. Die Integration in diese Rechenkapazität anderer Technologie, insbesondere der Sensortechnologie, die Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge. Und das bedeutet aber auch ein ähnlicher Trend wie eben bei den Chips, bei der Rechenkapazität, Sensoren, immer kleiner, immer billiger. Da haben wir zunächst in der Größenordnung von Organen Sensoren wie beispielsweise ein Cochlea-Implantat aus der Medizintechnik, also in der organischen Größe oder die Google Glasses oder was auch immer. Und dann geht die Verkleinerung runter auf die Ebene der Zelle, also Sensoren in dieser Größe.
Größenordnung, so wie auch im Leben, im Organismus, Bakterien ja auch Funktionen von Sensoren haben können. Ja, bis runter auf die molekulare Ebene. Das muss man sich vorstellen, Sensoren in der Größenordnung von Molekülen. Und diese winzigen Sensoren könnten dann zum Beispiel winzige Veränderungen von Proteinfaltungen erkennen, die bekanntlich der Auslöser, die Ursache sind für das Entstehen von Krebstumoren. Und wenn man sich dann klar macht, dann ist man nicht mehr verwundert, dass Google Ende des letzten Jahres ein großes medizinisches Forschungsprogramm aufgesetzt hat zur Entwicklung gerade dieser Sensortechnologie in der Medizin. Gewissermaßen das Internet der Dinge runtergezogen bis auf die molekulare Ebene. Oder was ähnlich dann auch in diesen Trend reinpasst, ist die Entwicklung von Chips, in der die biochemischen Funktionen eines biochemischen Labors auf einen winzigen Chip integriert werden. Also die gesamten Funktionen, die dort also eigentlich in einem makroskopischen Labor realisiert wurden. Und das führt jetzt zu dem Thema auch der Anwendung in der Medizin, Big Data in der Medizin. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass also auch der Deutsche Ethikrat sich da auf seiner letzten Jahrestagung genau damit beschäftigt hat. Und warum eigentlich Big Data in der Medizin? Big Data in der Wissenschaft erleben wir heute vor allen Dingen in den Life Sciences, in den Lebenswissenschaften. Warum? Das hängt mit der Komplexität des Organismus zusammen. Das ist ja ein Milliardenunternehmen, so ein Organismus an Elementen, die hier also interagieren. Und die Mediziner unter Ihnen, die wissen das natürlich, und wir wissen es, wir Nicht-Mediziner aus eigener Erfahrung. Krankheiten laufen in den Organismen unterschiedlich ab oder können unterschiedlich ablaufen, weil nämlich die Organismen so komplex sind, so empfindlich sind. Das ist nicht eine Kuckucksuhr und eine Maschine, wo man dann irgendwelche Anfangsbedingungen eingibt und dann laufen die Zahnräder ab und hinten kommt was raus. Diese Wechselwirkungen, ich habe da eben ja diese Rückkopplungen gezeigt, sind so hochkomplex, dass wir im Grunde immer nur Standardwissen haben. Das heißt, um eine patientengerechte Lösung, Therapie zu finden, brauchen wir ungeheuer viel Daten. Wir haben also nicht zu viel Daten, wir haben eher zu wenig Daten im Bereich der Medizin. Und das ist der Trend, der heute auch gelegentlich schlagwortartig mit dem Titel personalisierte Medizin bezeichnet wird. Das heißt nämlich, die patientengerechte individuelle Lösung finden. Und dazu bedarf es ungeheuer viel individueller Daten, ganz klar. Übrigens, die Parallele wird Ihnen jetzt auffallen, es ist derselbe Trend, wie wir sie in der Ökonomie haben. In der Ökonomie habe ich eben davon gesprochen, On-Demand-Produktion, kundenorientiert, individuelle Produktion, weg von der Massenproduktion à la Henry Ford mit Standardlösungen, weg von den Standardlösungen für alle Patienten gleich, hin zu dieser individuellen Medizin. Aber die Kehrseite ist, dazu bedarf es ungeheuer viel Daten. Übrigens, um das zugespitzt auch zu verdeutlichen, am Krebs wird es besonders deutlich, die Krebstumore mutieren individuell unterschiedlich. Das heißt, im Prinzip müsste man permanent also Daten erheben, um die Krebstherapie dann jeweils zu passen zu den jeweiligen Veränderungen dann auch anpassen zu können. Und wer das erkannt hat, oder erkannt hatte, tragischerweise, war 2011 kein geringerer als Steve Jobs. Steve Jobs, wie Sie sich vielleicht erinnern, ist ja an Krebs verstorben, hochintelligenter Mann, hatte das Wissen, vor allen Dingen hatte er das Geld, denn diese dauernde Datenerhebungen, 2011 war das noch ziemlich teuer, heute noch aufwendig, aber damals besonders teuer. Er hat dieses Wissen schon eingebracht und das auch versucht, aber in seinem Fall war es also schon zu spät.
Das heißt also zusammengefasst, wir brauchen in der Forschung also diese ungeheure Datenmasse, aber das ist natürlich auch ganz klar, gerade in dem Bereich, diese Daten sind hochsensibel. Das ist das Persönlichste von uns, was sich hier in diesen Daten eigentlich widerspiegelt. Und nun stehen wir gewisserweise dann auch in der Zwickmühle. Wenn wir eine große Sample haben von Probanden und jetzt nehmen wir mal an, dass da jetzt neue Erkenntnisse gewonnen werden und die Daten sind alle verschlüsselt. Dann sind dann aber spezielle Patienten darunter, die gerade von diesen neuen Erkenntnissen betroffen sind und andere nicht. Dann möchte man denen natürlich helfen wollen. Das heißt, diese Daten müssten dann auch wieder rückentschlüsselt werden können. Und das ist also ein sehr differenziertes Geschäft. Das läuft heute unter dem Stichwort der anonymisierten und pseudo-anonymisierten Verschlüsselungsmethoden. Wobei diese pseudo-anonymisierten Verschlüsselungsmethoden gerade diejenigen sind, die man in den genannten Fällen dann auch wieder rückentschlüsseln kann. Das heißt also, gerade hier sieht man, der Mensch wird, wir Menschen werden zum Big Data Träger. Aus guten Gründen, wie ich eben illustriert habe, aber eben auch mit großen Gefährdungen, die einer Regelung bedürfen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Finanz- und Wirtschaftsmärkte. Ich meine, auf der anderen Seite, warum ist Big Data heute so ein Hype in der Wirtschaft? Bitkom und so weiter. Sie überlegen, Sie kennen das ja auch alle aus der Presse, die also nun auf diesen neuen Trend setzen. Es liegt auf der Hand. Diejenigen sind die erfolgreichsten am Markt, die die schnellsten Algorithmen haben, die also voraussehen können. Eben in Ihrer Einführung haben Sie ja bereits darauf angespielt, die voraussehen können, welche Kundenprofile, welche Produkte gefragt sind. Aber die Kehrseite der Medaille, wenn Sie so wollen, die dunkle Seite der Macht, sieht man hier in diesem Beispiel auch. Das ist der sogenannte Flash Trade. Der Flash Trade an unseren Banken. Natürlich sind die Algorithmen sehr viel schneller in der Lage, die Veränderung der Börsendaten zu erkennen. Natürlich sind diese Algorithmen, diese Big Data Algorithmen auch schneller in der Lage, Entscheidungen zu treffen als Menschen, nämlich welche Produkte nun verkauft werden sollte und welche angekauft werden sollten. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Algorithmen in Frankfurt, an der Wall Street, in Zürich gegeneinander arbeiten. Sie verfolgen nämlich unterschiedliche Interessen. Und das bedeutet bei dieser Schnelligkeit, dass unterhalb der Wahrnehmungsebene des Menschen, unterhalb unserer Fähigkeit, diese Daten aufzulösen, dass dort also automatisch Konflikte ausgelöst werden können, die wir vielleicht viel zu spät erst wahrnehmen. Und wenn wir sie wahrnehmen, dann können wir die Konsequenzen nicht mehr kontrollieren. Und was ebenso mit dieser Big Data Welt einhergeht, ist eine deutliche Umstrukturierung auch der Firmen, die sich mit diesen Technologien beschäftigen. Nehmen Sie Google, nehmen Sie Apple, diese bekannten Firmen, aber auch die kleinen Softwarefirmen, die wir hier in Deutschland als Start-ups oder wie auch immer beobachten können. Die Umstrukturierung, damit meine ich nicht nur die schicken, flachen Hierarchien, die ja so gerühmt werden, gerade bei Google. Flache Hierarchie, locker im Umgang, nicht mit den Arbeitszeiten, hoch flexibel. Natürlich, das ist ein gewaltiger Vorteil für Innovationen. Deshalb sind diese Firmen natürlich auch so innovativ und auch so attraktiv, gerade als Arbeitgeber für die jungen Leute. Aber den Trend, den ich vor allen Dingen hier herausstellen möchte, der nennt sich Dematerialisierung. Dematerialization, sagen die Amerikaner. Was ist damit gemeint? Ich habe eben schon mal gesagt, ich gucke so in die Runde rein, der große Teil hier, so wie ich ja auch, ist eine ältere Generation. Und wenn ich jetzt die rhetorische Frage stelle, wer kennt die Firma Kodak? Da werden Sie alle nicken. Ich natürlich auch, weil ich die Firma kenne. Nur, wenn ich die mittleren Studenten bei uns frage, wer kennt Kodak, dann werden die erst mal gucken, was meint er jetzt? Und dann weiß das vielleicht jemand historisch. Kodak war eine typische
Firma im Sinne von Henry Ford, die die Massenfabrikation für die Fotoausrüstungen hergestellt hat. Kameraausrüstung, Fotomaterial und so weiter. Also die materielle Basis massenhaft für den Massenmarkt. Nur heute, jeder von Ihnen hat ein Smartphone, eine kleine App drin, einen kleinen Sensor, haben wir das nicht mehr nötig. Das heißt also, diese Firma ist weitgehend vom Markt verschwunden. Und jetzt stelle man sich einmal diese Strategie vor, angewendet auf das Kernstück der deutschen Industrie. Das Kernstück der deutschen Industrie, das Arbeitspferd, wie Sie wissen, ist vor allen Dingen Automobilindustrie. Das würde bedeuten, wenn demnächst 3D-Drucker billig die Bauteile der Automobile herstellen können, dann kommt es am Ende nur noch auf die Daten an, die in diese 3D-Drucker hineingesteckt werden. Und diejenigen, die diese Daten beherrschen, diejenigen, die die Patente haben und so weiter. Und jetzt bin ich nochmal bei dem Thema, warum Industrie 4.0 so wichtig ist für dieses Land. Wenn wir nämlich nicht aufpassen, dann sind wir am Ende mit unserer schönen, hochbewährten Industrie aus der Tradition am Ende nur noch Zulieferungsland für diejenigen Firmen, die diese Herrschaft über diese Daten haben. Und deshalb nochmal ist dieses Thema ein Schlüsselthema für dieses Land. Nun, in diesem Bild wird hier deutlich, was in der Öffentlichkeit nicht so im Vordergrund steht, was aber im Grunde wie immer seit Beginn der Neuzeit hinter all diesen Veränderungen steht, das sind die dramatischen Veränderungen in der Wissenschaft. Und das ist auch eigentlich der Impuls, warum ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftige. Wir erleben derzeit einen Trend, Entwicklungstrend hin zu einer datengetriebenen Wissenschaft. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Paradigmenwechsel heute, der durchaus Ähnlichkeiten hat mit dem, was ich eben in der Wirtschaft beschrieben habe. Auch in der Wissenschaft, also in den Life Sciences beispielsweise, haben wir diese ungeheuren Erfolge der schnellen Big Data Algorithmen. Ja, die Leute siegen sich buchstäblich zu Tode. Immer neue Erkenntnisse kommen. So schnell kommt das, was gar nicht mehr mitkommt, ist, wie können wir das alles beweisen? Wie können wir das alles begründen? Und deshalb der Trend auch im Zusammenhang mit der Entwicklung in der Wirtschaft von einigen Propagandisten besonders dieser Entwicklung, wie könnte es anders sein, vor allen Dingen in den USA, Big Data, the end of theory. Big Data, das Ende der Theorie. So wörtlich von Chris Anderson, einem der Herausgeber, einflussreicher Publizist der Zeitschrift Wired, also einer amerikanischen Internetzeitschrift. Und was damit eigentlich gemeint ist, ist, ihr mit euren Grundlagen und ihr mit euren Beweisen und alles begründen wollen, ihr hinkt da hinterher wie der Hund mit der heraushängenden Zunge hinterherlaufend und wir schreiten von Erfolg zu Erfolg und wenn ihr was gefunden habt mit euren Beweisen, sind wir schon wieder beim nächsten Ergebnis, so wie in der Wirtschaft auch. Und das, diese Parole halte ich nicht nur, Sie haben eben schon dankenswerterweise das auch als meinen Punkt schon herausgestellt, diese Parolen halte ich nicht nur für töricht, sondern auch für gefährlich. Denn wenn wir diese Grundlagen nicht kennen, dann können wir die Potenziale erstens nicht ausschöpfen, wir kennen sie so nicht, dann bleibt das Ganze zufällig. Vor allen Dingen kennen wir aber nicht die Grenzen. Und deshalb auch, Algorithmen ohne Theorie und Gesetze sind blind. Und Sie haben eben auch auf die philosophischen Hintergründe schon angespielt. Derjenige, der dies in einem anderen Zusammenhang im Zeitalter der Aufklärung herausgestellt hatte, nämlich Kant. Ich habe das hier auf die Algorithmen übertragen. Algorithmen ohne Theorie und Gesetze sind blind, Korrelationen und Datenmuster, also das, was diese Algorithmen ja so schnell erkennen können, ersetzen keine Erklärungen und Begründungen von Ursachen. Und ich möchte das zum Abschluss noch einmal an drei Beispielen zuspitzen, damit es auch klar wird. Das erste Beispiel wieder aus der Medizin. Stellen Sie sich die Situation vor,
dass ein Big Data Algorithmus eine günstige Korrelation gefunden hat über einen Zusammenhang zwischen der Bekämpfung eines Tumors und einer bestimmten chemischen Substanz. Dann könnte es natürlich sein, dass von Seiten der Industrie, von Seiten der Firmen Druck entsteht, dass dieses Medikament jetzt auch produziert wird, oder aber auch von Seiten der betroffenen Patienten, die da vielleicht ihre letzte Chance sehen. Aber man darf natürlich im Sinne des Vorhergesagten nichts vergessen, eine nachhaltige Therapie, ein nachhaltiges Medikament habe ich nur dann, wenn ich die Grundlagen verstanden habe, die zellulären Mechanismen, die biochemischen Grundgesetze. Und das zweite Beispiel ist aus der Wirtschaft. 2008, die Weltwirtschaftskrise, ich hatte sie am Anfang schon einmal kurz erwähnt. 2008, wenn man sich nochmal die Unterlagen anschaut, war eine Zeit, die geprägt war von ungeheurer Datengläubigkeit, gerade in der Wirtschaft auch. Übrigens, wenn Sie so diese Nachrichtenmagazine ansehen, da laufen ja von morgens bis abends oben, so wie die Fieberkurven, die Datenbänder, die Zahlen dort, und das vermittelt so eine Suggestion einer durch die Zahlen einer Objektivität, und das ist so und das sind so die eheren Gesetze. Kein Mensch ist in der Regel in der Lage, selbst diejenigen, die in den Top-Positionen irgendwo im Management sitzen, die Grundlagen, auf der diese Daten eigentlich produziert werden, zu verstehen. Und so war es 2008 auch. 2008 hatten wir in Europa Basel II, nannte sich das. Das waren die Orientierungsdaten der europäischen Banken. Und die wenigsten wussten oder hatten verstanden, auf welchen theoretischen Grundlagen diese Daten eigentlich beruhten. Unter anderem wurde dort also vorausgesetzt eine sogenannte Normalverteilung der Risiken. Normalverteilung, so wie die Körpergröße hier im Raum normal verteilt ist. Einige sind ein bisschen kleiner, andere ein bisschen größer. Das ist die Gauss-Verteilung. Das heißt, es gibt im Grunde keine großen Abweichungen in the long run, keine großen Veränderungen. Und wenn ich von dieser Annahme ausgehe, ist natürlich völlig rational, dass ich mein Eigenkapital lieber einsetze in Investments, einigen Spekulationsfonds, um damit Gewinne zu machen. Und dann kam der große Kladderadatsch, der extreme Einbruch, der in der Normalverteilung nicht vorgesehen wird, und die Banken hatten zu wenig Eigenkapital. Und das dritte Beispiel ist die Politik. Der sogenannte arabische Frühling. Sie merken schon, ich sage der sogenannte. Da hatten die Amerikaner auch schon Algorithmen eingesetzt. Algorithmen als Vorwarnsysteme für politische Krisen. Da haben sie es zum ersten Mal ausprobiert, sozusagen aus den Verhaltensmuster der Teilnehmer dort mit ihren Smartphones und der Internetverkehr, dort also aus diesen Mustern heraus gewissermaßen die ersten sensorischen Andeutungen des Erdbebens zu erkennen. Nur, deshalb auch sogenannter arabischer Frühling, solche Vorwarnsysteme sind freundlich ausgedrückt natürlich in ihrer Erkenntnis sehr beschränkt. Denn um solche Krisen zu verstehen, dann muss ich natürlich die Ursachen verstehen. Und das sind hier eben nicht nur politische Ursachen, soziale Ursachen, sondern wie wir jetzt auch wissen, insbesondere kulturelle, ja religiöse Ursachen, um diese Konflikte zu bekämpfen. Und das trifft auch zu auf eine Anwendung dieser Technologie, die wir jetzt auch in Deutschland haben, ursprünglich auch aus den USA kommend, dann interessanterweise in Zürich mit Erfolg angewendet, jetzt auch bei uns in Bayern weiß ich es, in den beiden Großstädten München und Nürnberg. Die Rede ist von Pre-Criming. Pre-Criming heißt, dass wir aufgrund der Verhaltensmuster in einer Großstadt beispielsweise erkennen können, die Gefährdungslagen in unterschiedlichen Stadtbezirken, sagen wir für Einbruchsdiebstähle. Durchaus mit Erfolg.
Nur, das ist etwas anderes, dann habe ich sozusagen im besten Fall ein Vorwarnsystem, ein Frühwarnsystem. Wenn ich aber die Ursachen bekämpfen will für Verbrechen, dann muss ich mich natürlich in der Kriminalistik auch einlassen auf sowas wie soziale Ursachen, unter Umständen politische Ursachen, die in diesen Korrelationsanalysen nicht vorgesehen sind. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende des Vortrags. Ich komme wieder zurück an die Anfänge in einer komplexen, nichtlinearen Welt. Damit hatte ich ja angefangen, reicht kurzfristiges Krisenmanagement nicht aus. Ich denke, es ist völlig klar, wir brauchen diese Algorithmen, wir brauchen auch Big Data als verlässliche Dienstleistung. Allerdings entscheidend ist aber eine Stärkung der, wie ich es gerne mit Kant nennen würde, der menschlichen Urteilskraft, um Zusammenhänge und Folgen unserer Handlungen zu erkennen. Und ich denke, das hat besonders das Beispiel mit dem Flash Trade deutlich gemacht. Ja, da haben wir diese effizienten Algorithmen, die in ihrem Bereich jeweils erfolgreich arbeiten. Nur wer hat den Überblick? Wer hat die Governance, sagt man im Management? Oder mit dem schönen alten Ausdruck aus der Aufklärungsphilosophie, wer hat die Urteilskraft? Und diese Urteilskraft muss bei uns bleiben, um die Folgen zu erkennen, damit uns diese komplexe Welt der Daten und Algorithmen am Ende nicht aus dem Ruder läuft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus